Ernst hat zu Hause renoviert und hat dabei ganz toll alle Bilder gefunden. Das sind Sachen so um die 1900 rum aus Biebesheim. Hier sieht man eine Hochzeit am alten Rathaus. Da, wo das Paar gerade läuft, war die Waage. Die Braut hat damals noch in Schwarz geheiratet. Das war vor dem Ersten Weltkrieg noch so. Und die Kinder sind im Sonntagsstaat. Die Braut heiratet in Schwarz. Damals war es so um Mode. So, das ist jetzt vis-à-vis vom evangelischen Gemeindehaus. Wir blicken auf einen sogenannten Bollerwagen und eine Pferdekutsche. Unmittelbar in der Nähe der Gurkenannahmestelle am Bahnhof Richtung Stockstadt gelegen, gab es die Drahtwagenfabrik Nau. Diese wurde später von Bödiger übernommen. Hier, das ist das Kriegerdenkmal. Spielende Kinder in der damaligen Tracht. Der Biebesheimer Bahnhof, die Bahn gab es seit 1869. So, das Haus ganz rechts war früher Spielwarenwedel, dann ist der Pantaleo reingekommen. Hier das Haus rechts wurde abgerissen, da ist jetzt die Firma Schaffner drin und da hinten ist das Haus auch abgerissen worden, da ist dann das Textilhaus Brandl gebaut worden. Vielen Dank, Ernst, für diese tollen historischen Bilder.